bist du korrekt oder der Glückwies? Weg Letiz. Heute mit Jakob Lund. Ja, bin ich, glaube ich. Und Ronny Berger. Ja, bewerbt euch gerne in die Kommentare als Wildcard oder Wildcarderin und sitzt mit uns hier am Tisch. Kommentar des Tages kommt von Giga Aaron 3233. Hallo Benny und Dennis. Ich edge jeden Tag zu euren Videos und wollte einfach mal Danke sagen. Ja! Ist das ein Kompliment für euch? Ja. Ich weiß nicht, was edge bedeutet, aber es scheint cool zu sein. Los geht's! Oh, ich bin ganz aufgeregt. Und nee, eine spannende Musik. Wen man nicht mehr sehen will, den schickt man redensartlich dahin, wo welches Gewürz wächst? Pfeffer! Hat er abgeliefert. Auf was für einem Gewässer schwimmen alle meine Entchen aus dem gleichnamigen Kinderlied? Teich? Nein! See, Scheiße! See natürlich! Wieso komme ich auf Teich? Oh nee! Oh, hast du an zu Hause gedacht? Oder? Ich weiß auch nicht. Teich. Schwimmen auf dem See? Oh Mann, wie dumm! Das ist ganz schön scheiße. Muss ich das auf Ex trinken oder kann ich das genießen? Exen. Weil ich weiß, was da ist, da Essig drin? Du darfst nicht so viel denken, Mann, ich muss doch kurz mal nachdenken, es ist ekelhaft. Kann man das denn als Mensch überhaupt, darf man sowas trinken? Man sollte es sogar tun. Ist vegan. Also ein ekliger Nachgeschmack. Ja, ekliger Nachgeschmack. Ronny Berger, du bist unser absoluter Star-Wildcarder. Für dich nochmal einen riesen Applaus. Ronny Berger. Du hast über 100.000 Twitch, wie nennt man das, Abonnenten? Verloren? Nee. Follower? Ach, verloren. Verfolger. Verfolger, dafür gibt es den zweiten Applaus hinterher. Seid mal alle ruhig. Was machst du auf Twitch? IRL-Streams. Ich bin immer draußen unterwegs. Okay, in Real Life. Yes. Geh doch mal jetzt live, wenn du das spielst. Ich könnte. Ja. Dann stell dich doch mal den Leuten bei Twitch vor. Dennis Wolters ist mein Name. Comedy-Preisträger, ich habe die Comedy-Krone gewonnen. In Düsseldorf geboren 1990. Marketing, Kommunikation, Ausbildung abgeschlossen. Jakob Lund, das Fernseher. Fernsehen. Late Night Berlin. Grimme-Preisträger. Ich muss aufstoßen, weil ich muss schon einen trinken. Wie hat's geschmeckt? Ekelhaft, widerwärtig. Von 1 bis 7. 7 ist glatte, mega geil. Glatte 0,7. Oh. Wer sich für Bodybuilding interessiert, wird mich kennen. Kannst du mal kurz ein paar Posen präsentieren? Stark. Stark. Hallo, ich bin auch dabei. Ciao, mein Junge. Okay, wir spielen weiter. Muss ich jetzt weiter drehen? Nee. Bei welcher Fußballmannschaft spielt David Alaba aktuell? Real Madrid. Yo! Oh, da macht er das so lässig. So ja, macht er lässig. Macht er doch so. Welcher englische Begriff bezeichnet ein Mixgetränk aus püriertem Obst? Obstsalat. Schmusi! Schmusi! Ein Schmusi! Ich finde dich alles. Okay, mal. Okay, hätte ich auch okay. Sogar gar nicht richtig gut gewusst. Das riecht ja mega geil. Zitronig. Ja, Zitrone und Alge, sage ich. Direkt der nächste Shot. Der Thorsten, genau jetzt. Stahlmann. Wie viele F hat das Wort Schifffahrt? 3! Ja! Sehr gut! Fuck! Boah, das kam wie aus dem Pustolo geschossen. Welche von der schwedischen Autorin Astrid Lindgren erfundene Figur wurde in der Realverfilmung von Inga Nilsson verkörpert? Pippi Langstrumpf? Welche Blume bezeichnet umgangssprachlich auch ein blaues Auge? Peichen. Oh, sehr gut. Mein Gott, ich, Botaniker. Wo liegt der Südpol? In der Arktis oder Antarktis? Antarktis. Sauber, Honey. Welcher belgisch-niederländische Formel-1-Rennfahrer fährt aktuell für den Rennstall Red Bull? Verstappen! Ja! Ich wusste gar nicht, dass der auch Belgier ist. Ah, jo. Nie gehört. Wie heißt die amtierende Bundesministerin des Innern und für Heimat der Bundesrepublik Deutschland? Nancy Faeser. An welchem Datum wird der Tag der deutschen Einheit begangen? 3. Oktober. Ja! Gott, was kannst du Gigant! Nicht? Wer war der zweite Bundeskanzler der BRD? Ludwig Erhard oder Fips Asmussen? Ludwig Erhard. Stark, Ronny. Yes, hab ich gewusst. Ich habe ja auch Fips Asmussen kennengelernt. Der hatte immer so einen Aktenkoffer. Mit Witzen drin, ne? Nee, nicht mit Witzen, sondern da war ein Toupet drin und eine Piccolo-Flasche Sekt. Das war mein Koffer. Ruhe in Frieden, Fips. An welchem Ozean liegt Los Angeles? Am Pazifischen. Ah, ja! Ja, nein!
Mit welchem Promi gewann Elena Miras im Jahr 2019 das Sommerhaus der Stars? Mike fucking Heiter! Ja, klar. Kommen wir gleich im Milieu. Aber sind getrennt, Sommerhaushoch. Wie wird die seit 2015 genutzte internationale Bankkontonummer abgekürzt? IBAN. Boom. Ja! Gott, er hat eine Bank! Expertentreffen. Welche Farbe hat das Bullseye einer klassischen Dartscheibe? Rot! Ja! Oh, das hätte ich auch nicht gewusst. Wie heißt die Hauptfigur zahlreicher Kindergeschichten, die auf Nimmerland lebt und nie erwachsen werden will? Peter Pan. Aber dieser Anspann, weil ich habe ja nur noch zwei Leben. Ja. Ihr könnt gut reden. In welchem Land liegt die Millionenstadt Tijuana? Mexiko? Oh, ich mache das so wie in der Schule, dass ich immer so hoch gehe, wegen der Unsicherheit, ne? Mit welchem Footballspieler ist Taylor Swift neuerdings zusammen? Tom Brady. Falsch! Kann man das wissen? Ja, ist Thema seit Wochen auf TMZ. Genau, dann ist es Thema und auch in diversen Instagram-Stories. Jakob, du bist seit 2013 Gesicht bei Florida TV. Du warst früher, nach einem erfolglosen Studium, beim Radio. Ja, was hat dir mehr Spaß gemacht, Radio oder jetzt Fernsehen machen? Tatsächlich habe ich eine große Leidenschaft immer fürs Radio gehabt. Und so mit dem Aussterben des Radios war ich irgendwie ganz froh, dass es Fernsehen gibt. Und es macht beides gleich Spaß, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist. Könnt ihr beide mal so eine Morningshow zusammen machen? Oh, das wäre gut. Dun, 8 vor 8. Guten Morgen! Guten Morgen! Man muss immer so lächeln. Guten Morgen! Es ist 7:30 Uhr, 7:30, 7:30. Und hier ist er, Joe Cocker. Mit dem Volta und dem Lund. Du, Jakob, hast du eben gesehen in der Kaffeeküche? Ey, da hat jemand nicht gespült. Ja, so schnell geht das. Nicht gespielt hat auch Joe Cocker. Hier ist ein neuer Hit. Summer in the City! Ein Point! So. Was ist die offizielle Landessprache von Kuba? Spanisch! Oh, schade, dass er nicht Kubanesisch gesagt hat. Wir haben alle gehofft, dass du Kubanesisch sagst. Schade. Wer macht sowas? Du? Kubis. Grüß. Auf welchem Platz steht man in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer, wenn man in die Relegation muss? 16! Ja! Was los? Tor! Benni hat einen Lauf. Welcher aus dem Französischen stammende Begriff bezeichnet den regelmäßig wiederkehrenden Teil eines Liedes? Refrain? Ich mach das mit der Schule um, weil das ist mein Rezept. Wie nennt man die gesicherte Kammer, in der die Polizei Beweismittel aufbewahrt? Reservatenkammer. Reservaten, hat er gesagt. Genau, Reservatenkammer. Im Reservat sind die Tiger. Das muss doch irgendwie appreciated werden, dass mir das eingefallen ist. Okay, das war jetzt falsch. Nee, das war ja falsch. Hä? Warum soll ich appreciated werden, wenn mir was Falsches einfällt? Oh, du kriegst das Glas ganz in deinen Mund rein. So. Ja. Ist das Glas auf, Junge. Ronny, du hast dich für die dritte Staffel Seven vs. Wild beworben, bist leider nicht genommen worden. Ja. Unverschämt. Was hat das mit dir gemacht, diese Absage? Seitdem haben Fritz Meinecke und ich ein komisches Verhältnis. Ja. Wir haben uns einmal getroffen, wir haben uns nur angeguckt, auf der Treppe die Hand gegeben. Ja. Wir hielten kurz inne. Ja. Ja, ich guck mal, wo die anderen sind. Ne? Ja, die wollten irgendwie sich in der Umkleide bis zum nächsten Mal. Ja. Aber das heißt, die haben lieber Andreas Keeling mitgenommen als dich. Das lässt dich blicken. So. Ich wollte gar nicht dabei sein. Ich soll ziemlich gut tanzen können. Let's dance! Satire! Ja, klar. So, Grabschen geht gar nicht. So. Wie nennt man den gummiartigen Stoff, der aus dem Milchsaft der gleichnamigen Pflanze gewonnen wird? Latex! Kautschuk. Oh, das war schwierig. Ihr fragt die Jagdfragen. Das ist so gern zu Pommes. Also, mein Bier ist mal besser. Wann hast du das letzte Mal gebrochen? Egal, ob durch Alkohol oder durch einen schlechten McChicken, egal. Wann hast du das mal gebraucht? Tatsächlich beim Dreh von Duell um die Welt. Welchen französischen Namen trägt das älteste Krankenhaus in Berlin? Charité. Oh. Ja, boom! Nicht schlecht, Herr Drosten. Aus welcher Stadt stammt der englische Fußballclub Tottenham Hotspur? Aus London! Stark. In
welchem Land liegt Transsilvanien? Slowakei. Slowenien? Ah, oh, Mensch. Die Besten gehen immer am frühesten. Ist doch kein Rumänisch. Hättest du wissen können. Ah ja. Das ist meine Erinnerung. Pommes wahrscheinlich. Genau. Ja. Eingelegte Gurken. Mit Pommes. Wenn du jetzt einen Gurken gemacht hättest, dann hättest du es rausgesprochen. Dann saß er vor mir, irgend so ein Typ im Anzug. So, Leute, ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao! Scheiß! Next one. Wir machen direkt weiter. Das ist ein Kack. So. Wirklich? Was ergibt 3 hoch 3? 19. 27. Genau. Tja, Ronny, das war dein... Auf das Leben. 3 mal 3 mal 3. Ronny, doch ganz kurz, du bist seit kurzem verlobt. Was reizt dich am Eheleben? Was mich daran reizt? Ja, man hat halt dann keine Sorgen mehr. Ey, Romantiker! Sie kocht für dich, sie putzt für dich, sie wäscht deine Füße. Pfui. Gut, dass du gehst, du Schwein! Spaß für Ronny Berger! Ja! Damit kriegen Jakob und ich im großen Finale. Wir beide spielen entweder oder! 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 Ich bin oder war schon mal deutscher Umweltminister. Angela Merkel. Korrekt! Fuck! Oh, Gott im Himmel. Luisa Neubauer. Achso, es geht weiter dann. Ja. Nein, nicht korrekt, nicht korrekt. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Schiebung. Das schlecht erklärt. Schiebung. Ach bitte, ich will noch mitmachen. Du hast du doch danach noch ein Leben. Oh Mann. Also, ihr seid richtige Wichser. Ihr erklärt es hier scheiße und dann bin ich schuld. Kannst du nur ertragen, ich hasse euch. Bringt euch alle um. Gluck, ab in den Magensack. Los, rein da. Fernsehfuzzi. Los, ran da, leide. Genau, Fernsehleute, genau. Denkt auch Fuzzi, genau. Vier Auge. Weiter. Ich bin nominiert für das Jugendwort des Jahres 2023. Schwer. Auf Lock. Korrekt. Sorry, ich muss auf schon. Schnell! Side-Eye. Korrekt. NPC. Korrekt. Boah, das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Oh, ist das gut. Heide Witzka. Nicht korrekt. Ja, ja. Heide Witzka, schade, ja. Darf er so? Korrekt. Ist das neue Programm Kristall, oder? Gut. Liebe Grüße. Holla die Waldfee. Nicht korrekt. Bruder, mach nicht diese. Nicht korrekt. Oh, das. Goofy. Nicht korrekt. Ja! Ja! Scheiße! Der König ist zurück! Er hat sein Reich zurück! Ja! Damit erstmal großen Applaus für Benni. Aber bevor die Siegerehrung kommt, erstmal Jakob, du musst natürlich bald deines Amtes. Ja! Ja, das Applaus! Wir brechen sie alle! Das ist das allererste Mal. Perfect Game! Bei Korrekt oder Wer kein einziges Mal getrunken habe! Ja. Sauber, heute war deine Runde. Das ist mein Tag, so wie andere Tage. Das ist mein Glück. Riesenapplaus für Ronny Berger. Ronny Berger, Legende. Und Jakob natürlich. Ja, gerade auf. Abonniert den Kanal und bewerbt euch gerne in die Kommentare. Oben, sie gehen auf Beerdigung von Fremden. Follow me reports. Ah. Unten, die letzte Folge von Korrekt oder weg, das ist mit Win. Tschö. Ruhig.